Ich schau mir volle Sorge unsere Kinder an und frage mich, was zur Hölle züchten die Alten da heran? Lebensuntüchtige, weichgespülte Plastikpüppchen, die stets gut gelaunt, schick gekleidet und hip sind. Nichts mehr wahrnehmen, weil sie nur noch auf ihr Smartphone sehen und alles meiden, was sie noch nicht kennen und nicht verstehen. Denn die Neugier hat man ihnen längst schon abtrainiert, weil man im Fernsehen sah, dass auf der Welt viel Schlimmes passiert. An den Spielplätzen entfernt man alle hohen Hecken aus Angst, dass sich dahinter böse Pädophile verstecken. Abenteuer sind inzwischen längst viel zu gefährlich und Fremde, die auf einen zugehen, grundsätzlich nicht ehrlich. Im Dreck spielen heutzutage eh nur noch die Schweine. Die Kinder behält man pädagogisch korrekt an der Leine. Lässt sie niemals komplett aus den ängstlichen Augen. Es könnte sie ja sonst irgendein Verrückter rauben. Und das Handy in der Tasche ist stets einsatzbereit, damit der Nachwuchs niemals komplett auf sich selbst gestellt bleibt. Immer ist jemand in der Nähe, um die Kinder zu leiten, damit sie den Alten ja nicht entgleiten. Denk, vor 20 Jahren waren wir Kinder noch freier und erlebten manch gefährliches Abenteuer. Sind in verlassene Häuser gestiegen und in Bauruinen und wurden dann vom zornigen Besitzer vertrieben. Haben uns mit anderen geprügelt und Banden gegründet und auch schon mal aus Versehen den halben Wald angezündet. Unsere Eltern wussten nie so richtig, wo wir gerade waren, und sie haben uns auch nicht jeden Tag zur Schule gefahren. Wir waren zwar auch nicht frei, aber doch freier als heute. Und vor allem hat man damals in der Kindheit noch Zeit. Ganztag Schule und so eine Scheiße gab es noch keine. Die Nachmittage hatte man oft ganz für sich alleine, bekam den Schlüssel in die Hand gedrückt und konnte dann Fernsehen oder auch mal ganz spontan sein und einfach irgendwo hingehen. Heute betreuen die Alten ihren Nachwuchs rund um die Uhr und lassen Kinder nur noch unter Aufsicht in die Natur. Alles wird ihnen selbstverständlich pädagogisch fundiert, in ihre kleinen, wissbegierigen Gehirne injiziert. Dass die Kinder was lernen, interessiert alle sehr, und dabei verblöden sie doch immer mehr. Natur ist ein Kind, so lange ein Kind, bis es die Kraft, um alleine zu leben, aufbringt. Nur bei den Menschen entscheiden die Gesetze der Alten, ab wann ihre Kinder sich auf welche Weise entfalten. Die Zeit der Kindheit wird von den Alten völlig verklärt, damit das Kind ja nicht zu früh zu viel vom Leben erfährt. Man schließt sie in einer künstlichen Schutzzone ein, in der sie regelrecht gezwungen werden, Kind zu sein. Ein bisschen Streichel zu ein bisschen Ponyhof, man will sie halt schützen, doch letztendlich macht man sie doof. In der Phase, in der Menschen am lernfähigsten wären, tut man ihnen einen Großteil dieser Welt verwehren, im Namen der Moral oder für den Jugendschutz. Doch in Wahrheit wird das Schutzargument nur benutzt, um junge Menschen in der Abhängigkeit zu halten, damit sie nicht größer und stärker werden als die Alten. Sie sollen ahnungslos bleiben, bis sie 18 sind, am besten lebenslang ein abhängiges, dummes Kind. Das ist wahrlich der Traum eines jeden Despoten, ein Volk voller Unmündiger, Vollidioten. Dabei sind Bildung und Wissen eigentlich wunderbar, machen vieles, was vorher trüb war, sichtbar und klar. Doch wenn man Bildung wie bei uns von oben diktiert, um neue Sklaven zu züchten, damit die Wirtschaft floriert, wird aus Bildung letztendlich nichts als ein großer Betrug. Und am ehesten noch der, der sie nicht genießt, klug. Auf der Straße erfährt man etwas über das Leben, in der Schule lernt man dagegen nur sich selbst aufzugeben, nicht zu tun, was man möchte, sondern das, was man soll, bis man irgendwann vergessen hat, was man eigentlich wollte. Man wird von seinem Bauchgefühl komplett isoliert, was irgendwann zu völliger Desorientierung führt. Die Abiturienten von heute sind so weltfremd und blind, haben weniger Ahnung als manch 10-jähriges Straßenkind, können Risiken nicht mehr für sich selbst bewerten und vertrauen stattdessen auf irgendwelche Experten. Und die sagen ihnen dann im Fernsehapparat, dass ihr Nachwuchs ohne Leistungsdruck null Zukunft hat. Und so werden die Eltern von morgen noch viel verblödeter sein. Wer bei denen Kind sein muss, ist echt ein armes Schwein.